Ich grüße dich. Kennst du das auch? Oh, unglaublich! Ach so ein Schmarrn, das glaube ich nicht. Ma, das ist aber jetzt nicht wahr, gell? Na, das glaube ich nicht. Sag einmal, glaubst du das? All diese Redewendungen zeigen uns den Weg in die Wahrheit, in die Freiheit. Und der ein Weg in diese Freiheit ist, nichts mehr zu glauben. Glaub nichts. Null. Kein Pfarrer. Kein Nachrichtensprecher, kein Wetterbericht. Ich glaube weder an eine Mondlandung, noch glaube ich irgendwie an eine Kreuzigung, noch glaube ich an die Schwerkraft, ich glaube an gar nichts, weil das ist ja alles nur Bullshit, dass man uns Glauben gemacht hat, damit wir über den Glauben zu Glaubensgenossen und Freunden gehören. Zu den Gläubigern, die müssen dann dran glauben, bei den Banken genauso. Und solange wir an Politiker glauben, solange wir an Ereignisse glauben, solange wir glauben, verstehen zu können, wie die anderen auch, dass das genau so und so ist, solange sind wir weg von dem, was die Wahrheit ist. Wir glauben zu wissen, warum eine Fliege oder eine Biene fliegen kann, aber wissen wir es nicht. Wir sehen es und wir können uns daran erfreuen. Ich glaube weder an Krankheit, noch glaube ich an Krieg, noch glaube ich an Frieden, weil wenn ich an den Frieden glaube, muss ich für den Frieden einstehen und kämpfen. Und wer für den Frieden kämpft, erzeugt auf der anderen Seite nach der Gesetzmäßigkeit der Hermetik automatisch den Krieg. Den muss er aufrechterhalten, um für den Frieden kämpfen zu können. Ich glaube gar nicht, dass es Krieg und Frieden gibt. Ich glaube, dass das einfach ein Gegaukel ist, dass man uns vorgaukelt, damit man verschiedene Parteien ergreifen kann. Ich glaube auch nicht an Gerechtigkeit. An das Leben gilt es zu glauben. Und das weiß man ja, weil es stattfindet. Also braucht man auch nicht dran glauben, weil sonst muss ich glauben, das Leben müsste so und so ausschauen, in einer Stunde. Oder es hätte vorgestern ganz anders sein können. Mei, das hätte ich niemals geglaubt. Und dann war es so. Naja, irgendwie hätte ich wahrscheinlich schon dran geglaubt, weil sonst hätte ich es mir nicht erschaffen. Die Dinge sind, wie sie sind. Wir müssen aufhören mit dem Glauben an irgendwelche Mohammeds und Jesus und Kreuzigungen und irgendwelche Heilsgeschichten, die uns dann ins Paradies bringen. Da gehört der Lama und der Buddha genauso dazu wie irgendein anderer Guru. Solange wir glauben, dass uns irgendjemand gesund macht, ein Arzt, ein Medikament, die Forschung, die Wissenschaft, wir glauben an so viel Scheiß. Und dann heißt es ja, diese Überzeugung kollektiv, die Menschen brauchen einen Glauben, sie brauchen ja was, wo sie einen Halt haben. Ja, aber nur wenn man sie da drin vor dem Halt in sich selber fernhält, dann brauchen sie im Außen einen Halt. Dann brauchen sie ein Kreuz oder ein Sichel oder einen Halbmond oder einen Ankh oder irgendein Symbol oder eine Automarke. Dann brauchen sie einen Glauben an eine besondere Ernährung, dass der Körper besonders ausschaut, weil dann glauben sie, dass sie älter wie 80 oder 90 werden und gesund. Ich glaube da nicht dran. Wenn ich jetzt umfalle, fahre ich jetzt um. Und wenn ich 300 Jahre alt werde, ich zähle die Jahre dann nicht. Dann ist das auch okay. Ich glaube nicht mehr, dass ich ewig lebe in diesem Körper, aber es ist durchaus im Rahmen der Möglichkeit, 150, 200 und 300 Jahre alt zu werden. Aber ich glaube da nicht dran. Weil sonst muss ich am Glauben ja festhalten. Und solange ich am Glauben festhalte, muss ein Teil meiner gesamten mentalen Kraft sich immer wieder diesen Dingen besinnen, auf diese Dinge besinnen und diesen Fokus halten, um an diesen Glauben festzuhalten. Und der Glaube, der macht uns nicht frei. Die Wahrheit macht uns frei. Und die Wahrheit ist, dass jetzt der Wind geht. Und ich glaube auch nicht, dass es einen Computer dieser Welt gibt, wenn man alle Zentralrechner dieser Welt zusammenfasst, dass der ausrechnen kann, was der Wind gerade an Verwirbelungen erzeugt. Kein Computer dieser Welt kann einen Wasserstrudel berechnen, außer er ist idealisiert im Labor. Also wieso wollen wir irgendetwas glauben? Damit wir die Zeitung aufschlagen, damit wir in den Fernsehen reinschauen, mal schauen, was sie uns wieder glauben machen wollen. Es gibt nichts zu glauben. Es gibt
Was zu atmen. Wenn man nichts mehr glaubt, bewegt man sich auf das hin, was man weiß. Und wenn man dann noch wieder Sokrates erkennt, weil ich auch den Glauben an die eigene Dummheit loslasse, dann finde ich nämlich draußen keine Dummer mehr. Solange ich draußen lauter Idioten sehe, habe ich den Idioten in mir noch nicht anerkannt. Ich glaube da nicht mehr dran. Den Glauben einfach, alles an was ich glaube, alle Glaubensmuster loslassen, ist wie ein Sprung aus dem Flugzeug ohne Fallschirm. Aber weil ich ja nicht mehr glaube, dass ich da drunten jetzt Platsch mache und tot bin, könnte es durchaus im Rahmen der Möglichkeit sein, dass ich fliegen kann. Könnte. Diese Angst davor, etwas, was ich mal geglaubt habe oder was man mich gelehrt hat, glauben zu müssen oder glauben zu sollen, loszulassen, damit ich nicht mehr, kehre ich nicht mehr dazu, zu denen, die das auch glauben. Und ich muss mich deswegen nicht separieren. Aber ich kann drüber lächeln und fröhlich sein, was die Menschen alles glauben. An was die alles glauben. Und was ich auch mal alles geglaubt habe. Du kannst so viel zusammenglauben, aufglauben, an das du wieder glauben kannst. Du glaubst an irgendeinen Kristall und den glaubst du auf und dann segnest du den und dann glaubst du da dran und ich muss an nichts mehr glauben. Ich kann den da oben komplett entleeren, das ganze Hochregallager ist voll mit Glaubensmustern, palettenweise, hunderttausende von Paletten, voll mit Schreiferkisten und mit Glaubensteilen. Wir glauben an den Cosinus-Satz, an den Pythagoras und an die Kreiszahl Pi und was bringt es uns im Endeffekt? Also ich glaube nicht, dass die Vorfahren von uns, die das Rad erfunden haben, sich erst einmal der Kreiszahl Pi bewusst geworden sind. Natürlich, wir forschen gerne und am Ende dieser Forschung, wo kommen wir raus? Gibt es nichts zum Glauben, das ist. Und wenn ihr nicht mehr glaubt, dass die Liebe so oder so oder so ausschauen muss oder so nicht sein darf, dann ist sie einfach. Und wenn mir bewusst ist, dass die Liebe auch zornig, böse und grantig sein kann, darf, soll, dann brauche ich nichts Böses mehr generieren und sagen, das ist aber jetzt nicht Liebe. Es ist alles Liebe. Alles. Also, Ende allen Glaubens. Dann weiß man, und indem man nachdenkt darüber, was man jetzt weiß, merkt man, dass man nichts weiß, weil man es nicht mehr erklären kann. Man glaubt halt einfach nichts mehr. Und dann beginnt Leben. Und ich glaube, das reicht jetzt. Vierte.